Silke, grüße Sie. Danke. Thema Kakerlaken. Mhm. Sie haben noch nicht genug von Kakerlaken? Natur pur. Austern, Kaviar und die hier sind ja nicht zum Essen. Also ganz einfach. Ach so, das kann man ist ja gar nicht nur essen. Eine Reminiszenz. Ne? Es geht ja um dieses Spiel, das Kakerlakenspiel. Und da Spiele ja eine Vorbereitung sind aufs Leben, begibt man sich hier nicht in Gefahr, kann sich aber in der Fantasie mit diesen Dingen befassen. Ist doch wunderbar. Man soll durch Gesellschaftsspiele ja auf andere Gedanken kommen. Und da ist das ein ganz hervorragendes Spiel. Welchen Bezug aus der Kindheit haben Sie denn zu Gesellschaftsspielen? Ja, also, dass die Familie zusammenkommt, was sich ja heute oft verloren hat. Ne? Und das Schöne bei dem Spiel hier ist, es bedarf nur zweier Leute. Also, Mensch, ärgere dich nicht, haben wir oft gespielt, aber da musst du ja immer zu viert sein oder zu sechs. Mhm. Ne? Es ging eigentlich davon aus, Familie mit zwei Kindern. Und bei diesem Spiel hat man nur einen Partner, der moderne Single-Haushalt. Ja. Oder natürlich Kumpels, Freunde, Kollegen, Kinder, Geschwister. Also es ist nicht so der Riesenaufriss. Ich muss mir Leute einladen. Ich muss erst mal hier einen ganzen Abend, dass auch alle Zeit haben, mich besuchen können. Nein, es ist ein sehr unkompliziertes Spiel, im Grunde wie ein Kartenspiel, was man auch im Zug, in der Deutschen Bahn, zur Überbrückung, bei Wartezeiten, sehr lustig, unkompliziert auf den Tisch bringen kann. Wie funktioniert das dann in Grundzügen? In Grundzügen ist es eigentlich ein Glücksspiel. Also man muss quasi, man arbeitet mit einer gewissen Strategie. Man muss vermuten, wie jemand hier die guten Steine und den Stein des Anstoßes, ist der Stein des Anstoßes, platziert. Also ich kann den Gegner verwirren und der Gegner muss dann im Grunde genommen wie bei Karten, wenn man ein Blatt mischt, er muss meine Steine aufdecken und darf, wenn er jetzt zum Beispiel grünes Licht bekommt, darf er weiterziehen. Mhm. Hier, jetzt wäre es vorbei, da hat er den Stein des Unglücks, da muss er wieder zurückgehen und man muss versuchen, seine eigenen Kakerlaken auf die andere Seite zu bringen und gleichzeitig natürlich im Ablauf des Spieles versuchen, den Gegner seinen Sieg kaputt zu machen. Hört sich sehr interessant an. Was sind denn Ihre Lieblingsspiele im Bereich Brettspielen? Schach. Mühle, Dame. Okay, die absoluten Klassiker. Absolut. Mensch, ärgere dich nicht? Ja, sagte ich ja eben schon. Ich bin als Kind der 60er Jahre ja mit Mensch, ärgere dich nicht aufgewachsen, weil das war die Generation, die das gespielt hat. Und deshalb sagte ich ja auch eben, daher rührte ja meine erste Antwort, vier Leute an einen Tisch zu bringen, ist in der modernen Zeit nicht ganz so einfach. Oder wenn man es umdreht, sechs Leute. Aber toll sind eben diese Partnerspiele, ja, wie auch beim Schach. Ja. Mühle, Dame, zwei Personen. Das ist ja heute im modernen Leben schwierig. Also jeder ist beschäftigt, dann gehen die Leute zum Sport oder haben andere Interessen. Und das Tolle bei solchen Spielen ist aber, dass es alles ist gut, was die Kinder wegbringt vom Computer. Denn das ist keine wirkliche Kommunikation. Du spielst mit dir alleine, wenn du zuklappst, abstellst, bleibt nichts. Aber bei einem Brettspiel hat man sich besser kennengelernt. Man kann auch trainieren, ein guter Verlierer zu sein. Absolut. Kinder können daran üben, nicht die Steine durch die Luft zu werfen, das Brett zu zerreißen und Tobsuchtsanfall zu kriegen. Ich meine, es muss ein Kind ja auch erst mal lernen. Nein, Pechsträhne, du hast viermal hintereinander verloren. Ja? Vielleicht sagt das Kind dann, ich habe keine Lust mehr. Und eben das zu überwinden, auch charakterlich, ja, damit umzugehen, da sind solche Spiele doch ideal. Ich meine, was gibt es Besseres, als auch die charakterlichen Schwächen bei einem Brettspiel ein bisschen zu strapazieren? Die kommen zum Vorschein, auf jeden Fall. Jetzt muss ich doch mal auf dieses Kostüm zu sprechen kommen. Mhm. Wäre das ein Kostüm, was Sie auch beim Karneval tragen würden? Ich gehe nicht zum Karneval, denn ich bin Profis und Schauspieler verkleiden sich nicht. Okay. Wissen Sie, Karneval ist was für Leute, die sich sonst nicht verkleiden. Wenn man aber allerdings auftritt in Theatern, in Opernhäusern, in Shows, da verkleidet man sich nicht. Also das ist genauso, wie stelle ich mir vor, wenn ein Gynäkologe abends nach Hause kommt und die Mutti sagt, guck doch mal bitte bei mir nach dem Rechten. Würde man ja auch nicht machen. Ne? Also da mache ich einen ganz großen Unterschied. Für mich ist Kostümieren im Grunde genommen immer ein Teil des Berufes und deshalb gehe ich nicht zum Karneval. Außerdem bin ich Ur-Berlinerin und da ist 365 Tage im Jahr Karneval und Oktoberfest
rund um die Uhr nonstop. Wir feiern Karneval in Berlin das ganze Jahr und auch Oktoberfest das ganze Jahr. Ist bei uns alles Normalität. Super. Frau Nick, wie geht es bei Ihnen beruflich weiter? Was können wir im nächsten Jahr erwarten? Was für eine Frage. Was für eine Frage. Dasselbe, was ich seit 35 Jahren mache. Ich habe eine Premiere in der Bar Jeder Vernunft mit meiner neuen Show, ein Chansonabend im April. Mhm. Und dann spiele ich 2 Monate Theater in Berlin, das wunderbare Stück Bette und Joan mit meiner Kollegin Manon Strache. Ich bin Joan Crawford, sie ist Bette Davis und es geht um die größte Frauenfehde aller Zeiten, denn diese beiden Hollywood-Diven haben sich ja gehasst. Also ein ganz wunderbarer Abend. Und im Dezember läuft wieder meine Weihnachtsshow. Darauf freuen wir uns. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.